Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die Frage, die sich für einige wenige in der heutigen Zeit ergibt, ist: Darf man Synagogen zerstören, anzünden etc., um den Geschwistern in Palästina, Gaza zu helfen? Wen fragen wir da am besten? Fragen wir am besten Pierre Vogel? Fragen wir am besten den Hodja in der Moschee? Fragen wir am besten Hinz und Kunz oder irgendwie wie den türkischen, arabischen, palästinensischen Taxifahrer? Wen fragen wir am besten? Wir fragen am besten Allah subhanahu wa ta'ala und schauen, was er in unserem Maßstab sagt im Koran. Und da sagt er in Sure 22, Vers 40, sagt er folgendes: Und hätte Allah nicht die einen Menschen durch die anderen zurückgehalten, wären wahrlich viele Synagogen, Kirchen, Bethäuser und Moscheen zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Das heißt, die darf man nicht zerstören. Die darf man nicht zerstören. Und die andere Frage, die sich stellt: Wie will man denn damit überhaupt den Geschwistern Palästina helfen? Ich meine, wenn, dann hört man immer, ja, man muss ja etwas tun. Nee, man muss nicht etwas tun. Wenn ich von der Autobahnbrücke runterspringe oder was weiß ich, von der Brücke springe, habe ich auch etwas getan. Habe ich aber nichts getan, was effektiv ist oder womit ich jemandem helfe. Und hiermit schaden wir eher den Muslimen, dass die Bilder zeigen und die Hater des Islam solche Sachen instrumentalisieren können, um uns schlecht zu machen. So, was sagt Allah? Und Allah wird ganz gewiss denen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Wer sind diejenigen, denen Allah hilft? Die, wenn wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen, das Gebet verrichten und die Zakat, die Abgabe entrichten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Und Allah gehört das Ende der Angelegenheiten. Deswegen, wenn wir die Hilfe Allahs haben wollen, müssen wir diese Eigenschaften haben. Das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Und nicht wie wilde Gebetshäuser zerstören. Damit hilft man niemandem. Möge Allah uns alle recht leiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.